Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir wieder viel gebaut und viel geschafft. Aber heute müssen wir gleich erstmal auf Tour gehen ein wenig. Möchte ich auch gleich direkt machen. Ich brauche noch ein Bett. Haben wir irgendwo noch ein Bett? Aber ich darf jetzt nichts vergessen, das ist ganz wichtig. Ich sehe leider gerade kein Bett. Egal, dann besorgen wir uns gleich eins auf der Tour, wenn wir losgehen. Was ich noch brauche, ist tatsächlich noch ein neues Schild. Weil ich möchte logischerweise noch ein bisschen versuchen, Ankylosaurus-Genom zu bekommen. Ach, okay. So war ein Schild. Weil dann haben wir anderthalb Schilder. Das ist, glaube ich, dann ganz gut. Dann statte ich mich gleich mal mit den vollen aus. Ist wahrscheinlich besser. Ist eigentlich gerade Nacht? Ich glaube schon. Vielleicht sollte ich mein Bett hier abbauen. Weil dann mache ich meinen Spawn kaputt. Oh, nicht so cool. Egal. Wird schon passen. Wir gehen jetzt erstmal runter zu unserem Anki. Und dann können wir ja nochmal eben warten, bis der nächste Tag anbricht. Hello. Mein Kleiner. Alles gut? Der Süße. Guckt ihn euch an. Ist auch schon gewachsen ein bisschen. Sehr, sehr niedlich. Hat auch einen ganz tollen Namen von euch bekommen. Und zwar diesen hier. Litli. Dankeschön für die ganzen Namensvorschläge. Den fand ich wirklich sehr toll. So, wir haben noch 259 Futter am Start. Ihr habt auch noch einen Tipp reingeschrieben, wie ich noch mehr Futter schnell generieren kann. Ich glaube, das werde ich noch versuchen, bevor die Nacht anbricht. Und ansonsten habt ihr auch noch geschrieben, dass ich den ja im Boden lieber versenken soll, wegen der Optik. Das werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Ihr habt auch noch weitere Tipps geschrieben, aber darauf gehe ich dann erst später ein. Ich hole mir jetzt mal ganz schnell eben eine Schere. Und jetzt kann man, glaube ich, einfach Blätter von Bäumen abschneiden. Und dann könnte man diese, glaube ich, da reinpacken. So habt ihr das zumindest geschrieben. Und die Dinger kann man auch im Ganzen so abschneiden. Das ist ja interessant. Könnte ich das dann da auch reinpacken? Und dann testen wir das doch gleich mal schnell. Ob das funktioniert. Das wäre wirklich toll. Oh, es geht tatsächlich. Das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil. Dann kommen wir nämlich mega easy an Nahrung. Können wir einfach mit der Schere die Gräser und die Blätter von den Bäumen abschneiden. Und dann können wir den Fütterer ganz schnell auffüllen. Das ist super. Ich gehe jetzt nochmal schlafen und dann werden wir einen Ausflug machen und noch weitere Ankis suchen. Nicht bei meinen Sachen explodieren, bitte. Oh, Gott sei Dank. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich werde wieder in die gleiche Richtung gehen wie beim letzten Mal. Ich hoffe, da haben wir dann Erfolg. Aber da war ja ein Anki zumindest. Dann werden da hoffentlich auch noch mehrere sein. Meist sind die auch nicht allein unterwegs. Deswegen habe ich da große Hoffnung. Einige von euch haben auch gefragt, warum diese Mod nicht mehr funktioniert, die mir anzeigt, worauf ich gucke. Also es wurde ja mal oben eingeblendet, wenn ich jetzt hier aufs Blatt zum Beispiel gucke. Die funktioniert irgendwie nicht mehr bei mir. Ist irgendwie verbuggt. Also keine Ahnung, woran das liegt. Ich werde kurz einen Abstecher hier hin machen und hoffen, dass da noch ein Bett drin ist. Oh, perfekt. Das ist ja richtig gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, wo das war, aber ich glaube, irgendwo hier in dem Wald war das. Also wir befinden uns jetzt gerade hier. Oder war das hier? Ne, im Dschungel war es nicht. Es war irgendwo in diesem Wäldchen. Vielleicht können wir mehr eher Richtung Süden so ein bisschen gehen. Denn die Richtung habe ich noch gar nicht erkundet. Die los schon wieder. Sollen wir versuchen, einen davon zu erlegen? Damit wir die DNA vielleicht bekommen. Das sind doch die los, oder? Ich glaube schon. Oh shit. Ich werde versuchen, den zu... Boah. Alter. Ich glaube, die Triceratops wollen auch gerade Stress anfangen. Sah zumindest gerade ein bisschen so aus. Okay, das hat geklappt. Sind tatsächlich die los. Aber ich höre hier immer noch dieses Fauchen. Also irgendwo sind hier noch weitere. Ah, ich lasse es, glaube ich, lieber. Ach komm. Weil wir nachher Pech haben und dann keine DNA davon bekommen. Oh Gott.
Perfekt. Das hat gut geklappt. Ihr habt übrigens auch geschrieben, dass man hier raus auch DNA gewinnen kann aus dem Fleisch. Das habe ich ja beim letzten Mal alles verfüttert an den Aloe von dem Anki. Ganz schön ärgerlich, ne? Weil damit hätte ich ordentlich was kriegen können. Hier brennt erstmal der halbe Wald. Das ist auch nicht so geil. Wir gehen aber lieber weiter schnell. Aber die Schilder, die halten echt nicht viel aus. Ich habe ja voll viel Schaden genommen von den Dilos. Das ist echt krass. Was ist das denn? Hallo. Boah, das Geräusch. What? Ich würde das gerne rippen, damit wir die DNA bekommen. Das wäre cool. Aber ich weiß nicht, was das ist. Alter, diese Sounds. Komm schon. Ich hab's getroffen. Aber es fliegt davon. Ah, oh, da haben wir's. Perfekt. Sehr schön. Was war's denn jetzt? Mega Neurafleisch. Okay. Haben wir die DNA auch schon mal? Werde ich wahrscheinlich niemals ausbrüten. Weil ich meine, so eine kleine Fliege ist jetzt nicht so spannend. Aber irgendwie fand ich gerade interessant, rauszufinden, was das ist. Der Typ hat auch nichts Gutes für uns. Ankis sind halt auch nirgendwo zu sehen. Ich sehe alles Mögliche, nur keine Ankis. Weil ich würde schon gerne so 3 bis 4 Ankis da drin haben. In dem Gehege. Und wir müssen ja auch noch einiges verändern an dem Gehege. Wir müssen noch unsichtbare Wände hin. Die Besucherwege um das Gehege müssen noch gestaltet werden. Es gibt noch viel zu tun. Guck mal. Ich habe gerade Flashbacks. Aber die Sounds sind echt anstrengend von dem. Kein Wunder, dass ich ihn nicht vermisst habe. Ich erkunde jetzt sogar schon wieder Gebiet, was wir noch gar nicht erkundet hatten. Weil wir gehen jetzt hier schon wieder in den schwarzen Bereich. Ist aber ja auch nicht schlecht, ne? Lernt man mal wieder ein bisschen was Neues kennen. Vielleicht finden wir auch noch andere Biome mit anderen Kreaturen. Das wäre ja auch interessant. Aber so viele Biome haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen, glaube ich. Aber ich bin ja eigentlich auch nur auf der Suche nach diesem Waldbiom. Wollte die Anki spawnen. Aber ich glaube, das ist ja auch das Richtige, wo ich jetzt bin. Der andere Wald hier, also man sieht, glaube ich, den Unterschied ganz gut. Dieser hier ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, das hier ist der Richtige. Also das ist, ja doch, das müsste das sein. Aber das ist hier nur sehr klein, leider. Spucken die einen eigentlich an? Das gucke ich, das schaue ich mir jetzt mal an, ob die mich anspucken. Hallo. Oh, tatsächlich. Wie frech. Na gut, hat er zurecht gemacht. Ich habe ihn gehauen. Da habe ich es verdient. Oh, was ist das? Ach, sind wir diese Vögel. Ich bin mir halt auch ziemlich sicher, dass auf so grünen Wiesen wir niemals Ankis gesehen hatten. Ich glaube höchstens in so Bergen und in so Wäldern. Deswegen glaube ich, auf diesen freien Flächen werden wir da nicht fündig. Das ist halt echt belastend. Aber das sieht sehr interessant hier aus auf der Map, muss ich sagen. Ist das ein Riss oder was? Ja, ist ein Riss. Okay. Da wollen wir nicht hinein. Oh, was ist das denn? Guten Tag. Sind sie böse? Anscheinend nicht. Oh, da vorne ist das erste Dorf auf der Karte, oben rechts. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Jetzt finden wir sogar endlich mal ein Dorf. Ich habe mich schon gefragt, ob es sie gar nicht gibt in der Dino-Mod. Oh, wie nice. Vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Oh, das ist schön. Da freue ich mich. Wenn wir schon kein Glück mit dem Anki haben, dann wenigstens mit einem Dorf. Haben wir da irgendwas Interessantes? Nö, nur Paras. Paras ohne Ende. So, schauen wir mal. Erstmal plündern hier, den Kram. Ich weiß gar nicht, was es so Gutes gibt im Dorf. Die wollen traden, ne? Okay. Was ist das denn hier für ein Haus? Ganz toller Eingang. Sieht ja crazy aus. Ich sehe leider nicht, was das alles ist. Aber ich nehme es einfach mit. Okay, das ist eigentlich nur Deko wahrscheinlich, ne? Gehe ich von aus. Da meinte das irgendwie was Besonderes. Ich glaube, es ist nur Deko. Da Makel
lose Steve-Figur ist es. Okay. Whatever. Knochen nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Oh, das sind Pachis. Wie viele Paras? Oh mein Gott. Ey, wir müssen dringend was dagegen tun, dass so viele spawnen. Holy shit. Das ist ja Wahnsinn. Das nehmen wir auch nochmal mit. Eigentlich könnte ich die Bücherregale auch mitnehmen, ne? Weil die Bücher, die brauche ich noch für den Verzauberungstable. Ich habe irgendwie nicht genug Platz im Inventar. Es gibt aber auch nicht sowas wie einen Rucksack. Ihr hättet nur geschrieben, dass man sich irgendwie so eine Truhe im Kreativmodus holen kann. Was ist das? Und in diese kann man dann Sachen reinpacken. Quagga-Fleisch? Was ist denn Quagga? Quagga-Zahn, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Guten Tag. Haben Sie irgendwas Cooles? Nö. Auch nichts Cooles. Aber das ist aber interessant, jetzt mal so ein Dorf zu finden. Das Weizen nehme ich mal mit. Zumindest das Fertige. Was ist das hier? Ach, Kartoffeln. Okay, habe ich Kartoffeln schon zu Hause? Ich weiß es nicht. Bin wieder völlig überfordert hier mit meinem Inventar. Ich würde gerne noch so einen Pachi eben schnell holen. Damit wir das auch schon mal zu Hause haben, die DNA. Tut mir sehr leid, mein Kleiner. Aua. Alter, der... Ich kann den nicht blocken mit Schild, oder was? Okay, es geht doch. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Och, das war eine ganz schön knappe Kiste jetzt. Holy shit. So, jetzt müssen wir bei ihm was hier lassen. Lassen wir mal die Beinknochen hier. Da, Pachi-Schädel nehmen wir mit, das ist gut. Alles entspannt. Obsidian, Eisen. Ach, ich kann das alles nicht mitnehmen. Das macht mich so traurig. Lass die Sachen liegen. Ist ja alles nicht wichtig. Eisen und so habe ich ohne Ende. Wie interessant das hier aussieht. Bayberry Wachs. Was man hier für Sachen machen kann. Das ist, glaube ich, auch von einer anderen Mod. Da oben thront einfach ein Pachi. Junge, ich bin völlig überfordert. Hier ist so viel. Ich glaube, ich muss echt gleich mal mein Inventar aufräumen. Sehen die Dörfer immer schon so crazy aus? Also, es ist doch safe durch die Mods, oder? Zum Turm hier oben mit Zinnen und sowas. Und so viele Häuser. Das ist schon echt krass. Und... Oh, verkackt. Ich wollte nicht da reinspringen. Hier kann ich gar nicht rein anscheinend. Aber da ist ein Typ drin. Komm, da hacken wir uns hier mal durch. Nur die Tür war fail, deswegen. Wieso kann ich den nicht ansprechen jetzt zum Beispiel? Oh. Abschießen wollte ich dich nicht. Ich habe keinen Plan. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch einige Sachen übersehen, aber seid mir da nicht böse. Ich werde jetzt hier auch nicht die ganzen Möhren und sowas abernten. Ich habe eh keinen Inventarplatz. Ich werde jetzt weiterziehen. Das Dorf ist ja markiert, also falls wir nochmal her müssen, können wir jederzeit wiederkommen. Ist schön, dass wir mal eins gefunden haben, aber ich werde jetzt weiterziehen Richtung Wald und unser Ziel verfolgen, was wir eigentlich ja suchen. Oh, da! Oh mein Gott, das ging jetzt ja schnell. Gerade in den Wald gekommen. Mein Gott, greift er mich an? Nee. Sind auf jeden Fall mehrere. Wir müssen vorsichtig sein. Oh mein Gott. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch, Leute. Ich muss zum Dorf gehen, Leute. Es sind drei Stück, die mich gleichzeitig angreifen. Ich muss... Aua, aua, aua. Mein Schild ist kaputt. Aua. Oh mein Gott. Alter. Drei Stück ist nicht gut. Oh mein Gott. Okay, ich muss mir irgendwas überlegen. Wartet mal. Können wir uns nicht hier rausbauen? Und die dann einfach natzen? Von oben? Komm mal her.
Kommt er jetzt? Ist er alleine? Ah, so ein Mist. Dass sie zu dritt auf mich losgehen, ist halt mega uncool. Versuch's nochmal, wenn der alleine ist. Das Schild ist leider nur halb voll. Der ist nicht allein. Aua. Nicht abhauen. Bleib hier. Oh. Er haut die ganze Zeit ab. Jetzt wird's natürlich Nacht. Manchmal treffen die mich durchs Schild. Ist echt crazy. Bleib stehen. Das Schild wird das niemals aushalten. Beim letzten Mal hat er so viel ausgehalten, der Aki. Oh shit, ey. Ich bin fast tot. Und kein Essen mehr. Perfekt. Ah, das wird doch nie was, ey. Oh, der ist festgebackt. Perfekt. Wir nutzen es aus. Oh mein Gott. Komm schon. Geh down. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Leider keine Nahrung mehr. Und das Schild ist kaputt. Oh mein Gott. Ein Problem, Leute. Oh. Der kann hier rein. Oh mein Gott, der kann einfach... Warum kann der denn durch eine Tür? Ich dachte, ich kann ihn jetzt schlagen durch die Tür. Und der passt da nicht durch. Und dann geht er einfach durch so eine dünne Tür durch. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich hier oben. Bei meinem Zuhause. Oh nein. Holy shit, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Da unten muss ich wieder hin. Ja, GG. Das ist jetzt ein minimal weiter Weg. Ach, so ein Mist. Ich hätte vielleicht mal vorher schlafen sollen da in den Häusern. Oh, das ist jetzt belastend. Und alle Level und sowas weg. Haben wir denn noch ein Reittier hier? Ne, haben wir auch nicht. Oh, Creeper überall. So viele Schilder wie geht, würde ich sagen. 3 Stück. Let's go. Kann man nie genug haben. Ja, los geht's, Leute. Keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt schnell sein. Aua! Ey. Warum greift der mich denn jetzt an? Ich hab schon kein Futter. Ich muss schon verrottetes Fleisch fressen. Das ist belastend. Wir haben nicht mal ein Schwert, um uns zu wehren. Ich weiß nicht, ob ich es dahin schaffe. Ich sollte mir vielleicht schnell ein Schwert und sowas machen. Damit wir gleich auch noch Futter besorgen können. Na komm, was soll's. Eben schnell ein Eisenschwert machen. Oh, jetzt bin ich verklickt. Ah, das ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. Nehmen wir das auf jeden Fall wieder mit. Und jetzt können wir uns gleich wenigstens was schlachten. Wenn wir Evitiere oder so finden, weil mit Dinos anlegen will ich eigentlich nicht. Warum sind die jetzt alle so aggro? Das ist ja unglaublich. Die wissen gerade alle Dinos aggro auf mich. Gar nicht gut. Wenn wir so ein Para mal eben fertig machen, dann sollten wir doch schaffen. Oh mein Gott. Die machen uns. Oh mein Gott. Ich bin so am Arsch, Leute. Ich bin einfach nur am Arsch. Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt verliere ich gerade alles, ey. Das ist... Hör doch, Alter. Was ist denn los mit denen? Ja, komm. Come on, ey. Ich raste aus. Jungs. Jetzt mach mich doch nicht so fertig. Alter, das ist doch nicht deren Ernst. Ich will doch einfach nur an euch vorbei hoppeln. Das konnte ich doch sonst auch machen. Bitte lass mich vorbei. Die haben irgendwie immer so Phasen, wo die dann richtig wütend sind alle. Auch die Pflanzenfresser. Habt ihr ja gesehen, die Dryos haben mich selbst angegriffen.
Tja, weiß auch nicht. Oh mein Gott. Ist einfach so ein Loch bis ins Nirgendwo. Fast reingefallen. So, Paras, bitte. Wir müssen das klug anstellen. Nein, 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 wie blocke ich denn jetzt? Okay, mit Fleisch in der Hand geht's anscheinend nicht. Okay, alles nehmen. Und ab dafür. Nicht mit dem Paras weiter anlegen. Oh mein Gott. Puh. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Das ist sehr gut. Das ziehe ich mal schnell an. Weiter geht's. Das Schwert muss ich mal eben ausrüsten. So. Und jetzt müssen wir zu unserem anderen Ort, wo wir gestorben sind. Das war... Da unten rechts. Oh mein Gott, ist das noch weit. Ach du Schande, ey. Wir können wieder nicht sprinten. Den mache ich mal eben fertig. Das schaffe ich ja wohl. Come on, Spiel. Ich brauche... Oh mein Gott, ich sterbe schon wieder. Oh nein. Oh, warum mache ich das denn? Okay, Leute, ganz ruhig. Wir müssen es jetzt safer machen. Wir müssen es einfach safer machen. Ich habe mein Eisen leider auch da hinten. Das heißt, Eisensachen können wir schon mal nicht machen. Aber wir können uns Lederrüstung machen. Das ist doch schon mal gut. Ich brauche unbedingt was zu essen. Das heißt, wir müssen uns mal eben ein Schwert herstellen. Oh mein Gott, ey. So oft sterben. Vor allem, ich verstehe... Nicht angreifen, bitte. Ich verstehe halt auch nicht, warum mich der Pachi oder die Pachis gerade so fertig gemacht haben. Beim letzten Mal habe ich die irgendwie mit 3-4 Schlägen fertig gemacht und dann waren die tot. Und jetzt überleben die so lange. Aber ich hatte da, glaube ich, auch ein verzaubertes Diamantschwert, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, mit so einer Mistausrüstung sollte ich es einfach sein lassen. Selbst gegen kleine Dinos. Ey. Oh mein Gott, der war schon wieder wütend. Also ich sollte jetzt echt einfach nichts mehr angreifen. Einfach nur noch den Weg gehen bis zum Ziel. Okay, komm. Looten, 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 looten. Bitte nicht angreifen. Schild ausrüsten. Nein. Wir nehmen volles Schild lieber. Und das Eisenschwert. Und das Ding hier. Puh, okay. Und jetzt einfach weiter Richtung Dorf. So, ich werde jetzt versuchen, mit Boot so weit wie es geht zu kommen. Richtung roten Punkt. Aber ich glaube, im Boot sind wir relativ sicher. Wurde zumindest noch nie im Wasser angegriffen. Und irgendwas. Ich muss halt hoffen, dass das Wasser da irgendwie durchgeht. Richtung roten Punkt. Ich schau mal kurz. Das hier sieht eigentlich so aus, als wenn dieser Fluss da durchfließt. Hoffen wir mal, dass das auch der Fall ist und dass es nicht gleich endet. Ich war gerade moralisch schon so ein bisschen down, muss ich sagen, als ich so oft gestorben bin. Aber jetzt gerade geht's wieder. Ich glaube, hier steige ich aus. Okay, das letzte Stück zu Fuß. Ist wahrscheinlich sinnvoll. Dann haben wir schon mal wieder Ego-Perspektive. Oh, das sind wieder Paris. Ich habe gerade wirklich Angst vor jedem Dino. Es ist ganz egal, was für einer es ist. Ob es jetzt ein Gully ist, ein Dryo oder Pachi. Einfach ausweichen, so gut wie es geht. Schön aus dem Weg gehen. Oh, wir sind fast da. Ich sehe es wieder auf der Karte oben rechts. Bitte lass die Sachen nicht gedespawnt sein. Das wäre so belastend. Es wird auch genaue Nacht, also es passt. Sollten noch gerade so ankommen. Das sind auch schon wieder die fiesen Ankis. Die Killer-Ankis. Lasst mich in Ruhe. Wie viele das sind? Oh, die legen sich schlau. Vielleicht sollte ich die mal bei Nacht angreifen. Oh mein Gott. Unsere Sachen müssen ja irgendwo in einem Haus liegen, wo die Tür offen ist. Ich hoffe, die Bewohner looten sowas nicht. Der Anki ist hier sogar noch drin. Oh mein Gott, unsere Sachen sind da. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal soweit alles Wichtige. Ich kann den ganzen Kram leider nicht tragen. Ich werde jetzt erstmal mir einen Respawn-Punkt hier setzen. Aber ich will eigentlich nicht schlafen. Okay, bevor wir uns den Respawn-Punkt setzen... Oh Gott, jetzt kommen Zombies. Gut. Will ich einmal testen, ob der aufwacht. Ja, tut... Oh Gott. Bitte nicht. Lass mich rein. Oh mein Gott.
Ihr habt kein Bett hier, warum? Warum habt ihr kein Bett? Ich habe ein Bett dabei, okay. Okay, er wacht auf, sobald ich ihn angreife. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ich dreh durch. Ach, hier geht's. Perfekt. Okay. Wir brauchen jetzt einen guten Plan, Leute. Also, in der Nacht angreifen bringt auch gar nichts. Haben wir das auch gelernt. Das ist gut. Gut zu wissen. Ist der Anki denn noch da drin gefangen? Ist das Haus hier? Ich bin so überfordert. So viele Sachen. Ich glaube, das war der Anki vom Geräusch her. Ja. Was ist denn, wenn ich den... Kann ich den von hier vielleicht schlagen? Das geht nicht. Was ist, wenn wir noch einen weiter runter gehen? Oh ja, so. Oh mein Gott, es klappt. Das ist perfekt. So kann er uns nicht angreifen. Vielleicht doch. Oh mein Gott, hat der eine Reichweite. Au. Alter. Ey, Ankis sind halt echt strong. Aber wir machen weiter. Boah, ich hab's... Oh, ich wollte gerade sagen, ich hab's ausgewichen, aber ich hab's nicht geschafft. Er ist so wütend. Och, Alter. Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, was wir machen. Ja, das Bett vorne wieder... Oh. Das Bett wieder abgebaut, wollte ich gerade sagen. Und keinen Respawn-Punkt gesetzt. Ist der Respawn-Punkt jetzt? Ich will einfach einen Respawn-Punkt. Alter, der Anki, der will mich richtig rippen. Es ist unfassbar schwierig. Ich will einen Respawn-Punkt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich meine, ich habe ein volles Schild, ne? Ich glaube, ich werde es probieren. Nützt nichts, Leute. Ich sehe halt auch nicht die Lebensanzeige von ihm. Aber halbe Leben weg. Ich habe kein Essen. Junge, der trifft mich! Nicht im Ernst. Ich muss ins Haus. Was? Ich war doch schon drin. Ach komm. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Ja, Leute, ich würde ja gerade gerne noch irgendwie was für euch hier reinschneiden, aber ich bin gerade wirklich kurz vorm Aufgeben. Ich bin gerade wirklich in diesen Punkt angekommen, wo ich sage, scheiß auf meine Sachen, ich habe heute keinen Bock mehr auf Minecraft. Aber ich will meine Sachen echt nicht liegen lassen. Also, I don't know. Also irgendwie bin ich heute nicht gut dabei. Irgendwie läuft alles schief. Ich stelle mich auch nicht gut an. Also ich bin auch irgendwo selber schuld, muss man sagen. Und keine Ahnung. Also ich glaube, das mit den Ankis müssen wir auf das nächste Mal verschieben. Ich werde den heute nicht nochmal versuchen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das mit dem Respawn-Punkt nicht hinbekommen habe. Und ich war auch gerade schon im Haus drin. Der hat mich einfach durch die Wand gekillt. Ach Mann. Ah, es ist so belastend. Ich werde es auf jeden Fall noch versuchen, wieder zurückzukommen. Und wenn ich jetzt scheitern sollte bei dem Versuch, dann werde ich meine Sachen liegen lassen. Also wenn ich jetzt sterbe und das nicht überlebe, dann scheiße ich drauf. Dann müssen wir alles neu machen. Ist mir egal. Ich farm dann lieber mir die Sachen neu, anstatt dann, weiß ich nicht, irgendwie jetzt noch 100 Mal dahin zu rennen. Weil das ist wirklich weit. Und ich spawn halt immer da, wo ich kein Reittier habe. Vielleicht sollte ich auch mal den Alu mitnehmen bei sowas, aber ich weiß halt nicht, ob der dann drauf geht, weil er schwächer ist als ein Anki. Ach, ich kann es irgendwie nicht einschätzen. Also scheinbar hatte ich richtig Glück bei den ersten Ankis. Also ich weiß nicht, oder ich stelle mich einfach so doof an gerade. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn wir es beim nächsten Mal in neuer Frische angehen und ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp oder sowas in die Kommentare schreibt, wie ich das am besten anstelle mit den Ankis, dann
wird das alles besser werden. Weil heute ist einfach die Luft raus. Es geht alles schief. Ich bin unvorsichtig, bin ungeduldig. Und dadurch klappt es einfach nicht. Egal, wir haben es gleich geschafft. Also der zweite Weg jetzt hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Das habe ich dann auch alles ein bisschen bedachter gemacht. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott. Einfach nur rennen. Weil der Anki steht auch noch direkt davor. Gefällt mir gar nicht. Wir gehen lieber hinten rum rein. Würde ich jetzt sagen. Oh ja. Und rein da. Ach, Anki, ey. Ist er schon wieder wütend oder was? Ich habe jetzt erstmal die Sachen wieder alle aufgehoben und teilweise in die Truhe gepackt, weil ich nicht genug Platz im Inventar hatte. Aber ich will mich nicht mehr jetzt darum kümmern, weil ich brauche jetzt eine Minecraft-Pause und werde dann beim nächsten Mal weitermachen. Den Respawn-Punkt kann ich nicht setzen. Also vielleicht müssen wir echt auf die Nacht warten. Aber das werde ich jetzt auch tun mit meinem Kumpel hier in meiner neuen Bude. Wir beide chillen jetzt hier. Das war eine chaotische Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.